Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Indigo-blauen Scheiben-DLC von Pokémon Purpur. Beim letzten Mal haben wir Jo endlich ins Gewissen reingeprügelt und heute werden wir irgendwo hinbestellt in ein Klassenzimmer. Jo ist hier noch ziemlich niedergeschlagen neben uns. Ich habe Hanna eigentlich noch gar nicht gefragt, was sie von der Sache hält. Okay. Offenbar nicht sonderlich viel. Ich bin schon gespannt, wie es jetzt weitergeht. Jetzt beginnt wahrscheinlich erst der richtig krasse Teil. Ich weiß nicht, ob der Part dann eventuell länger wird. Auf jeden Fall. Erstmal die Pokédex-Einträge. Wenn ihr die überspringen wollt, über mir ist ein Zeitstempel. Und ich würde sagen, wir legen einfach instant mit den Einträgen los. So, als erstes die Alola-Form von Dicta, das Maulwurf-Pokémon. Seine goldenen Haare verfügen über sensorische Funktionen. Er streckt sie aus Löchern heraus, um die Umgebung zu erkunden. Und dann Dictri, das Maulwurf-Pokémon. Oder wie ich es gerne nennen würde, das Fabulous-Pokémon. Weil diese Haare so wunderschön sind. Da seine metallischen Haare schwer sind, ist das nicht besonders flink. Dafür hat es aber die Kraft, sich durch harte Felsschichten zu graben. Es ist auch noch ein starkes Haar. Als nächstes Nokshan, das Puncher-Pokémon. Seine Fäuste bestehen aus reiner Muskelmasse. Alle 3 Minuten muss es kurz Pause machen, um Luft zu schnappen und sich zu sammeln. Und hier die Entwicklung von Rabauz Nummer 3. Capoeira, das Kopfstand-Pokémon. Es dreht sich auf seinem Horn um die eigene Achse und teilt dabei elegante Tritte aus. Das Horn wächst sein ganzes Leben lang weiter. Als nächstes Cognodon, das Kopfstoß-Pokémon. Indem sie ihre robusten Schädel aufeinander prallen lassen, machen Cognodon sie noch härter. Und hier Ramaidon, das Kopfstoß-Pokémon. Selbst wenn sie mit den Köpfen heftig zusammenstoßen, verhindern ihre 30 cm dicken Schädel, dass sie ohnmächtig werden. Als nächstes Tanhill, das Eisenkugel-Pokémon. Seine Zellen sind magnetisch geladen. Es setzt magnetische Impulse frei, um mit Artgenossen zu kommunizieren. Als nächstes die Entwicklung Metag, das Eisenklauen-Pokémon. Es liebt Mineralien, die Magnetfelder erzeugen, weshalb es Magnasknet mit einem Tempo von 100 km/h hinterherjagt. Okay, irgendwie glaube ich dir das mit den 100 km/h nicht. Und dann Metagross, das Eisenfuß-Pokémon. Mit seinen 4 Beinkrallen und dem massigen Körper drückt es seine Beute zu Boden und zerkaut sie dann mit seinen Zähnen am Bauch. So, als nächstes Lapras, das Transport-Pokémon. Dieses intelligente Pokémon versteht die Sprache der Menschen und liebt es, mit ihnen auf dem Rücken über das Meer zu schwimmen. Als nächstes Froxy, das Blubfusch-Pokémon. Es nutzt seine herausragende Sprungkraft, um elastische Blasen über den Köpfen seiner Gegner abzuwerfen und diese so zum Narren zu halten. Und als nächstes Amphise, das Blubfusch-Pokémon. Mit den Fingern und Zehenspitzen kann es sich an Wänden heften und so selbst hohe Gebäude in Windeseile emporklettern. Und das meiner Meinung nach coolste Starter-Pokémon von allen, Quajutsu, das Ninja-Pokémon. Aus dem Schleim, der aus seinem Oberschenkel dringt, formt es Wurfsterne, die selbst Stahldraht mit Leichtigkeit durchtrennen können. Na dann, als nächstes liest euch dann Noir die Einträge vor. Ich wünsche dir viel Spaß, Noir. Oh, wie süß ein Otter. Das ist Otaro, das Otter-Pokémon. Angeblich fing es an, seine Muschel mit Steinen aus Flüssen instand zu halten, nachdem es sah, wie Menschen Wetzsteine nutzen. Als nächstes Zwotrunnen, das Schulungs-Pokémon. Es ist fleißig und diszipliniert. Durch regelmäßiges sowie hingebungsvolles Training hat es sich die Handhabung seiner Muscheln zu eigen gemacht. Und als letztes Admurai, das Würde-Pokémon. Es ist ein strenger Anführer. Wer die Regeln der Gruppe nicht befolgt, erbarmungslos niedergeschlagen. Na dann Drim, jetzt bist du dran, leg los. Na dann bin ich jetzt mal wieder dran. Das ist Igamaro, das Stachelkopf-Pokémon. Wenn es viele Beeren frisst, wird die Baumrinde, die seinen Kopf und Körper bedeckt, dadurch robuster. Als nächstes Igamaros Entwicklung Igastarnisch, das Spitzpanzer-Pokémon. Selbst ein starker Zusammenprall macht ihm nichts aus, da es schmerzunempfindlich ist. Es kann mit nur einem Stoß Fahrzeuganhänger wegschleudern. Ja, wer es glaubt, wird selig. So, und als letztes für heute Brigachon, das Spitzpanzer-Pokémon. Dieses friedliche Pokémon geht Streit aus dem Weg. Doch wenn es sein muss, schlägt es Gegner mit seinen stacheligen Fäusten nieder. Das klingt nicht gerade pazifistenmäßig, aber okay,
Shining, dann übernimm du mal wieder. So, ich bin dann gespannt, was man hier von uns will. Ja. Danke. Terrapagos. Ach hallo, ihr zwei. Lang nicht gesehen. Hallo. Natürlich! Baby, du bist jetzt gerade fies. Wir wissen alle, dass ich dieses Terrapagos-Pokémon fangen werde. Ich bin schon gespannt. Ich sag ja, jetzt passiert erst der krasse Teil. Es tut mir leid.
gebe mein Bestes. Was ist denn los? Ach so, das. Ich würde so gerne die untere Antwort nehmen. Okay. Na dann, auch zum Eingangsbereich. Da stehen sie. Jo? Sollte ich den von der Zeitmaschine erzählen oder es lassen? Tiefer als Labor 0?
Und dieser Ort ist unser Ziel. Ach, kein Problem. Wir nehmen einfach den Teleporter am besten. Falls ich darf. Sollte ich dir vorwarnen, dass letztes Mal was rausgestürmt kam? Ja. Ja, ne, hast du recht. Mal gucken, ob wieder eine Armee rauskommt. Gab 4 Schlösser. Bitte. Mieses Gefühl. Na dann, let's go. Lange Zeit her, dass ich hier drin war. Ja. Ach, los. Jo, es geht.
Damals war die Kacke am Dampfen. Perfekt. Der Ort sieht geil aus. Stella? Bin schon gespannt, was sie hier alles finden. Können wir versuchen? Ein Lumineon? Jetzt komme ich mal kurz ins Bild zurück. Oh, es hat diesen komischen Teller, Terra-Status. Stella hieß es. Warte mal, kann ich überhaupt sehr effektive Attacken machen? Was geht jetzt als sehr effektiv und was nicht? Eigentlich würde ich dich gerne fangen. Aber ich darf nicht.
So geht der Weg auf. Nein. Let's go. Okay. Ich habe sogar einen Terra-Kristall davon bekommen. Terra-Kristall-Stück ist Stella. Tut mir leid, ich habe kein Interesse an dir. Nur Hydropumpe? Ich habe jetzt mit was Besserem gerechnet. Ich verstehe schon. Ich weiß genau, was ich jetzt tun soll. Erstmal das Urhafen hier da oben fertig machen. Ich glaube, das ändert dann den Typus nicht, dieses Stellar-Terra-Ding. Boostet generell alle Attacken. Das könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall sieht das richtig geil aus. Aua. Eiszapfenhagel. Hab's jetzt erstmal aus dem Terra-Modus rausgeprügelt. Ich darf die leider nicht fangen. Aber ich darf sie umnieten. Ich frag mich, wie viele Kristalle ich noch plätten muss, ne? Die Reitung passt doch bestimmt dazwischen durch. Suche ein Pokémon. Ich sehe schon wo. Okay, doch nicht. Aber da ist ein Weg. Und hier ist eine TM. Wo ist Poke? Da ist Poke. Okay, ich darf wieder einen Kletterakt machen. Ihr seht es, wenn ich das Vieh verkloppt habe, ab hier schneide ich die Kämpfe mit den Terra-Viechern raus. Und Terra... Eisendespoter. Eisendorn.
Und Weg frei. Ist hier unter mir noch irgendwas Besonderes? Nö. Ich komme mal hier übrigens ins Bild zurück, bis so eine richtige Sequenz kommt, ne? Ich hoffe, wir kriegen noch den wahren Jo zurück. Ist der Kristall da oben auch weg? Nein. Oh, ich kriege hier nochmal Heilungen ohne Ende. Als ob mir das Spiel was mitteilen will. Wir sind noch 100 pro jetzt gleich am tiefsten Punkt. Es ist so sehr, wie ich hier mit Heil-Items zugeballert werde, ne? Erwartet mich doch da gleich das legendäre Pokémon. Boah, was ist das denn für ein cooler Ort? Mit einem Seiltigant einfach. Und jetzt geht's noch tiefer. Hatte Yoda gerade so einen kurzen Moment von Reue? Der Baum hier ist auf jeden Fall schön. Ich guck mal eben kurz, ob oben noch was ist. Also bin ich schon gespannt, ob diese Folge eventuell die Zeitmaschinenfolge, was die Länge angeht, sprengen wird. Hier geht's auf jeden Fall irre weit hoch. So, jetzt rechne ich wieder mit Sequenzen. Okay. Hoffentlich. Na? So, hab gerade sicherheitshalber nochmal abgespeichert. Das sieht nach Endpunkt aus.
Ich habe das Gefühl, das ist eine schlechte Idee. Jo, was hast du gemacht? Ich dachte, ich rieche es. Dein Ruf klingt genau wie die Terra-Kristallisierung. Cool. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Terrapagos wollte. Na gut, dann gehe ich auch auf Terra. Los, Rankenkeule! Okay. Noch einmal! Ich habe keine Ahnung, was hier sehr effektiv ist. Oh, Gapon, prügel ihm ins Gewissen. Ein letztes Mal. Rankenkeule.
Die Schildkröte oben drauf ist geil. Was ich mich gerade frage, wenn es ein Terra-Typ Stella ist und man Terra-Ausbruch nutzt, was für einen Typus nutzt man? Also es hat den Meisterball einfach geschrottet. Das fühlt sich wie ein Raid an. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier sehr effektiv ist. Jedenfalls habe ich meine Terra-Kristallisierung schon weggeschmissen. Kann ich nicht mehr. Achso, es zählt wirklich als ein Terror-Raid. Fußkick? Das ist sehr effektiv. Um Gottes Willen. Gut, das heilt. Ja, aber ich sollte eventuell auf Lucario wechseln. Ach komm. Rankenkeule. Ein Volltreffer. Was? Unglaublich. Es hat Fatalicia gewonnen. Jo! Nicht hilfreich! Welchen Typus hat's jetzt überhaupt? Ah. Rankenkeule! Wasser jedenfalls nicht. Und auch nicht Gestein. Au.
Vielleicht heile ich erstmal. Während hier alles zusammenbricht. Ich glaube, Terrapagos wollte nicht einfach so hinterrücks gefangen werden. Und hat deswegen den Ball geschrottet. So, Rankenkeule in Terraform. Das hat gewirkt. Und tschüss, Terrakraft. Mach doch nicht ständig die gute Maske kaputt. Hab Selbstvertrauen! Warte mal, das klingt schon so. Jo! Ach, schon wieder. Ich kann gerade aber nicht kristallisieren. Das war nicht effektiv. Das wird wehtun. Zero-Bombe war effektiv. Ich weiß aber nicht, welchen Typus die Attacke hat tatsächlich. Ich habe in die falsche Richtung gehauen. Bitte sagt, dass Jo mit mehr als einem Pokémon hier antritt. Ich wollte Terrapagos angreifen und habe Jo gerade verprügelt. Das hast du gut gemacht, Shailene. Das hast du wirklich gut gemacht. Verprügel erstmal dein Mate. Danke dafür. Das Pokémon geht nur wegen mir drauf. Oh, Rankenkeule ist gerade sehr effektiv. Okay, es muss gerade Typ Wasser sein. Rankenkeule! Ihr brat ich eins über. Thank you.
Ja, ich weiß, du nimmst mir die Maske wieder weg. Noch einmal Rankenkeule! Es ist besiegt. Wenn das jetzt nicht funktionieren würde, dann würde ich weinen. Es gibt nur einen Ball, in den ich dich packen werde. Und zwar den Ultraball. Ich hab's bei Ogapon getan, also tue ich's auch bei dir. Ich habe Terrapagos. Jetzt ja. Alles okay. Du warst doch spitze. Na Leute, ne? Das war das zweite DLC. Also den Storyteil haben wir damit abgeschlossen. Bei mir ist der Part weit über eine Stunde lang. Aber das war's wert. Wir haben den wahren Jo eventuell jetzt zurückbekommen. Einfach wunderschön. Wir haben Terrapagos gefangen. Ich werde es mir gleich nach den Credits noch angucken. Und ja,
Ich würde einfach sagen, ich lasse euch an der Stelle die Credits genießen und wir sehen uns nach den Credits noch kurz wieder. Aber bis dahin sage ich schon mal ciao und bis gleich. Okay. Zuallererst, bevor wir irgendwas machen, da ist es. Level 85. Ich habe jetzt schon mit einem höheren Level gerechnet. Normal Stella. Terra Sternhage, die Attacke interessiert mich.
Und natürlich müssen wir noch den Eintrag lesen. Okay. Welche Attacken hätte es sonst noch so gehabt? Oh, bei Terrapagos halten sich die Attacken echt zurück. So, wartet, ich suche den Eintrag. Der müsste eigentlich ganz hinten sein. So, Terrapagos. Das Terra-Kristall-Pokémon in seiner Normalform. Es lebt im urzeitlichen Paldea, fiel jedoch den tektonischen Plattenbewegungen zum Opfer und galt als ausgestorben. Das ist die Stellar-Form und das ist die Terra-Kristall-Form. Die haben sogar unterschiedliche Einträge. In der Terra-Kristall-Form wird sein Terra-Kristall-Panzer von einer gegnerischen Attacke getroffen, absorbiert es deren Energie und macht sie sich zu eigen. Und Stellarform. In einem alten Expeditionsbericht wird diese tief im Boden vergrabene Form mit einem im Weltall schwebenden Planeten verglichen. Ja, die Form, die sieht aber auch so geil aus. Mal im Ernst. Geilste Terraform, die ich bisher gesehen habe. Wir treffen uns noch mit Brianna eben kurz. Mit den Leuten hier kann ich ja irgendwann noch reden. Ja. Oh. Natürlich. Okay. Du bist doch krank. Okay, es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Man wechselt den Typus nicht, aber es ist heftig. Geht klar. Am Eingang ist einer mit in schwarzer Kleidung. Das merke ich mir und da gehen wir beim nächsten Mal hin. Weil das ging jetzt wirklich lang genug. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Mit der Hauptstory von dem DLC sind wir auf jeden Fall jetzt durch. Das war alles, was ich wollte. Aber wir sind noch nicht komplett fertig. Wir haben noch ein paar Einträge zum einen vor uns. Wir haben noch Gemmas neben ein Quest vor uns. Ja, und was sich danach noch ergibt, das zeigt sich dann. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!